Hallo meine Lieben, Steffi hier. In diesem Video sprechen wir mal darüber, ob deine Beziehung noch eine Chance hat. Ich gebe dir hier an der Stelle 3 Fragen mit, die dir dabei helfen, egal in welcher Situation du gerade bist, einzuschätzen, ob oder ob nicht es Sinn macht, an dieser Beziehung weiterzuarbeiten oder für die Beziehung zu kämpfen. Erste Frage an dich, die dir dabei hilft, herauszufinden, ob oder ob nicht es Sinn macht, für die Beziehung zu kämpfen, ist: Glaubst du, dass dein Partner sich verändern kann, deine Partnerin? Glaubst du, dass die in die Entwicklung kommen kann? Hast du vielleicht im Laufe eurer Beziehung erlebt, dass er oder sie sich entwickelt hat, dass er was Neues gelernt hat, dass er mit Themen anders umgegangen ist oder dass sie auf Situationen neu reagieren konnte? Hast du irgendeine Form von Veränderung gesehen, die dir jetzt dabei hilft, diese Frage im besten Fall natürlich mit Ja zu beantworten? Wenn du nichts davon gesehen hast oder so aus dem Bauch heraus diese Frage mit Nein beantworten würdest, dann bist du in guter Gesellschaft. Das ist nämlich auch das, woran ich glaube. Ich glaube, dass es Sinn macht, davon auszugehen, dass der andere sich nicht verändern wird. Warum macht das am meisten Sinn? Nun, alle Veränderungen, die da bei dem anderen passiert, die sind wie so die Kirsche auf der Torte, aber die können meiner Meinung nach nicht die Torte sein. Das heißt, wir dürfen die Torte sein. Unsere Veränderung darf die Torte sein. Wenn der andere dann mitmacht und sich auch verändert und da überraschende neue Sachen passieren, dann ist es ganz, ganz großartig. Aber falls der genau oder sie genau da bleibt, wo er oder sie gerade steht, dann muss das für uns auch okay sein. Dann muss es für uns trotzdem irgendwie eine Option geben, weiterzukommen und den anderen eben da zu lassen, wo er oder sie gerade ist. Wir können niemanden zur Veränderung zwingen. Wir können niemanden in die Persönlichkeitsentwicklung schubsen, stoßen. Es gibt keine Gutscheine, die wir jemandem schenken können, von dem wir denken, oh, könnte es jetzt gebrauchen. Und meiner persönlichen Erfahrung nach macht es auch überhaupt keinen Sinn, einen Selbsthilferatgeber in Briefkästen zu werfen. Von daher lassen wir den anderen im Zweifel einfach genau da, wo er oder sie gerade steht. Zweite ganz wichtige Frage: Kannst du dich verändern? Und da gibt es für die allermeisten unter uns 3 wichtige Bereiche. Bereich Nummer 1 ist Selbstbewusstsein. Und damit meine ich nicht, ich bin die Allerschönste oder ich bin der Tollste, sondern Selbstbewusstsein im Sinne von: Ich spüre mich selbst. Ich bin mir meiner selbst bewusst. Ich bin mir darüber bewusst, wo meine Grenze ist. Ich bin mir bewusst, was fühlt sich nicht so gut an, was fühlt sich gut an. Ich bin mir darüber bewusst, wo meine Ziele sind, wo will ich hin, wo will ich darauf hinarbeiten, wie möchte ich da hinkommen, was sind meine Schritte. Ich weiß also, wo ich stehe im Leben. Ich weiß, was ich erwarte von der Zukunft. Und ich finde auch einen Weg, dahin zu kommen. Das ist Selbstbewusstsein. Hast du das? Kannst du daran arbeiten, da mehr von zu bekommen? Die zweite Ebene ist Kommunikation. Ich habe oft den Eindruck, dass gerade wir Frauen meistens vermuten, dass wir noch mehr reden müssten, noch mehr reden und Probleme wälzen. Und das machen wir gut und gerne, aber das machen wir ganz oft so mit der Idee, dass wir dann wissen, was die Lösung für das Problem des anderen ist. Die könnten wir dann beispielsweise mitbringen, die Lösung, und helfen ihm oder ihr dann dabei. Was aber eigentlich passiert ist: Unser Partner fühlt sich immer schlechter, weil er das Gefühl hat, wir sind so allwissend und wir könnten das alles und wir sind viel besser auch als er. Und das führt noch am ehesten dazu, dass er sich also nicht gut fühlt, weil er kann nicht mehr unser Held sein. Und was auch passiert ist, dass er eher das Gefühl hat, er ist mit seiner Mutter in einer Beziehung. Also dieses Mehr an Kommunikation ist so ein bisschen ein Trugschluss. Eine bessere Kommunikation kann für viele schon bedeuten, mehr zuzuhören. Oder zu hören, was ist so die Message unter den Worten, die da aus dem Mund des anderen gekommen sind. Was will der mir eigentlich damit sagen? Umso besser wir darin werden, das zu verstehen, umso eher sind wir natürlich in der Lage, unsere Beziehung zu verbessern oder den zweiten Anlauf, ja, wie soll ich das sagen, anders zu kreieren, schöner zu kreieren, erfolgreicher damit zu sein, eine glückliche Beziehung aufzubauen. Die dritte Ebene ist für die allermeisten der Umgang mit den eigenen negativen Emotionen. Hast du dafür schon etwas getan, um in die Veränderung zu kommen? Der eine oder andere wird ein Buch gelesen haben mittlerweile und wissen: Bindungsangst, Verlustangst, Stefanie Stahl, oder hat sich eine von den 400 Videos auf meinem Kanal angeguckt. Und trotzdem hilft dieses Wissen alleine nicht dabei, mit diesen Gefühlstsunamis, mit denen wir da manchmal konfrontiert werden, anders umzugehen. Das heißt, der neue Umgang, ein sicherer Umgang mit den negativen Emotionen sind extrem wichtig, um hier voranzukommen. Das sind, wenn ihr mich fragt, am häufigsten die 3 Bereiche, wo es eine Veränderung braucht. Wir kommen damit auch zur dritten Frage schon, nämlich: Lebst du das schon? Ich habe es gerade schon angedeutet, nur ein Buch lesen oder ein YouTube-Video gucken
ist großartig für die Kokosnuss, hilft uns aber noch nicht zwangsläufig dabei, das wirklich ins Leben zu bringen. Das bringen wir ins Leben, indem wir dann anders uns verhalten, indem wir anders uns einspüren, indem wir mit unseren negativen Emotionen einen anderen Weg finden. Und all das, das wäre meine Empfehlung auch für dich, sind natürlich Sachen, die wir für uns trainieren können, wo wir für uns anfangen können, gut zu werden, wo wir für uns anfangen können, wie auch sicherer damit zu werden, Dinge von anderen Perspektiven zu sehen, mehr Selbstbewusstsein zu entwickeln, das anders zu kommunizieren oder generell anders zu kommunizieren, bevor wir eben wieder in die Verbindung gehen. Summa summarum, wenn du auf die letzten zwei Fragen mit Ja beantworten kannst, also kannst du dich verändern und bringst du das auch schon ins Leben, wenn du auf die zwei Fragen mit Ja antworten kannst, dann ohne deine Beziehung, deine Situation im Einzelnen zu kennen, kann ich dir sagen, erhöhst du natürlich exponentiell die Chancen darauf, dass ein zweiter Anlauf, ein Neustart für euch erfolgreicher wird. Bitte nicht unterschätzen, in stressigen Situationen, wenn es schwierig wird, wenn wir wirklich emotional angetriggert werden, dann reagieren wir ganz oft so, wie wir es gelernt haben, also so wie unser Muster ist, so wie in der Vergangenheit. Und um dann im Hier und Jetzt wirklich neu und anders zu reagieren, brauchen wir mehr Training, wir brauchen wirklich Übung. Also es braucht wirklich ein offenes Auge und ein offenes Herz, um Situationen zu finden in deinem Leben und die Situationen, die da sind, wirklich dafür zu nutzen, da in die Veränderung auch zu gehen. Und wenn du die Mentalität mitbringst, so ein bisschen Abenteuergeist, so einen Forschungsdrang auch, so eine Lust auf Entwicklung, dann hat deine Beziehung die allergrößte Chance darauf, die glücklichste und erfüllendste deines Lebens zu sein. Nicht, weil dein Partner perfekt ist, sondern weil du jede Chance, die du bekommst, fürs Wachstum nutzt. Wenn du sagst, du möchtest dabei Unterstützung haben und langfristige Begleitung, dann melde dich gerne unten in der Infobox. Du kannst dich da auf ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir bewerben. Wir finden erstmal nur raus, wo stehst du gerade, wo willst du eigentlich hin und wie ich dir dabei helfen kann, meine Lieben. Dann macht's gut. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viele spannende neue Eindrücke und Erfahrungen in eurer Entwicklung, in eurem Prozess und natürlich, dass ihr eine wunderschöne neue Beziehung kreieren könnt.